Ich lese gerade ein Buch zum zweiten Mal. Kennen einige von euch vielleicht. Das Video von dem Typen hier, der TED Talk, war relativ häufig gepostet bei Facebook und sogar auf Deutsch übersetzt. Das Buch heißt Start with Why von Simon Sinek. Und ich packe hier oben einfach mal den Link zum TED Talk hin. Der müsste auf Englisch sein, aber hat auch deutsche Untertitel, glaube ich. Wie gesagt, einige kennen ihn vielleicht, aber ist ein Video, was sich wirklich lohnt anzugucken. Ich sag ja, je länger das geht mit den Daily Vlogs, desto mehr verschiebt sich das alles zeitlich. 4 Uhr jetzt und das Video von gestern ist gerade am Hochladen. Jetzt habe ich gerade noch ein, zwei E-Mails rausgeballert und telefoniert. Unter anderem einen Proberaum gekündigt in Hannover. Erster Schritt Richtung Berlin, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben jetzt noch 2-3 Monate und dann hat sich das da auch erledigt. Das heißt, der wird demnächst ausgeräumt und alles wieder auf die Wohnung von uns verteilt. Kurz telefoniert mit dem Typen, der uns beraten soll bezüglich unserer Existenzgründung, wie man es so schön nennt auf Deutsch. Weil wir noch nicht genau wissen, ob wir mit Noisebird Media, eine GbR oder irgendwie was anderes machen sollen. Hoffen, dass das morgen klappt. Jetzt kurz zur Bank, die haben mich angerufen. Mein Konto ist schon wieder voll, ich soll unbedingt was abholen. Nochmal spontan ein bisschen in der Küche mitgeholfen, im Schrill, war hier richtig actionmagal. Kurz einen Kaffee. Ein Kumpel hatte mich nämlich vorhin noch angeschrieben und mich gefragt, ob ich noch rumkommen will, ein Bier verhasst. Und bei so einem Angebot kann ich natürlich nicht unbedingt Nein sagen, außerdem sehe ich den nicht so oft, von daher fahre ich da jetzt nochmal rum. Wein besorgt, damit wir ihn auch noch verhaften können, falls uns langweilig wird. Gerade im Auto schon versucht zu rechnen. Ich glaube, der Kumpel, zu dem ich jetzt gerade gehe, kenne ich über 15 Jahre schon. Der hat mal neben meinen Eltern gewohnt. Das war einer der ersten Leute, die ich praktisch außerhalb der Schule und des Kindergartens und so kennengelernt habe. Ich kann mich noch genau erinnern, dass er vor seinem Haus Fußball gespielt hat mit so einem komischen Plastikball. Und ich ihn angequatscht habe, so, ey, was machst du, kommst du her und so. Und später, als wir es ein bisschen besser kannten dann, haben wir bei dem immer Street Fighter 2 gezockt. Das durfte ich nämlich zu Hause nicht. Und dann bin ich immer rüber zu ihm und wir haben einfach volles Brett, gnadenlos, 1000 Stunden Street Fighter und Super Mario Kart gespielt. Hallo! Moin. Hält man nicht da, oder? Nee. Felix Arns, der Wohlstand ausgebrochen. Und hier schön mitten in der Stadt. Er ist ja überall nass, Junge. Ciao. Wohlstand, Junge. Geil, wie im Hotel hier. Die sind doch. Ja, hab ich mir schon gedacht. Hotel Arns. Macht Sinn. Hallo! Schön hier eigentlich. Gucken, wann so Hype kommt. Ob er kommt, schafft das bestimmt nicht. Hier können wir jetzt immer pennen, wenn man nachts in der Stadt besoffen ist, hat er gesagt. Sollen wir unbedingt herkommen? Ja, lol! Mit so einer Brille geht das besser als professioneller YouTuber. nur mit Sonnenbrille unterwegs. Casey Markstedt. Casey Arnstedt. Markstedt. So, Hype, da ist das Klo. Swipe! Ja. Oh, was das hier ist? Kennst du? Alexa. Alexa. Haha. Kennst du, wie es funktioniert, ja, ne? Ja. Kennst du, wie es funktioniert? Kennst du, wie es funktioniert? Alexa, fick dich. Das ist aber nicht nett von dir. Das ist dumm, ey. Spät ist es? Halb zwölf. Halb zwölf schon, das wird halt wieder eine späte Schneidesession, sag ich mal. Oh, es wird immer schlimmer. Ich hab's in dem letzten Video schon erwähnt, das halt. Wenn du einmal, wenn du jeden Tag ein Video machst und einmal praktisch zu spät aufstehst oder zu spät pennen gehst, ist RIP. Bin gestern und vorgestern bin ich um drei pennen gegangen, bis um elf oder halb zwölf geschlafen. Das ist das erste, was du machst, das Video fertig. Dann kommt alles zu spät und der Tag geht erst um drei los. Man musste dann alles machen und rechtzeitig wieder anfangen. Komplett RIP. Leg mich jetzt erstmal auf die tote Kuh drauf von an. Tote Kuh als Teppich, wie bei meiner Oma früher. I was born in Gun. You were right, I feel there. You was born in Gun. Oh. Just like magically make a wish and make like this here. Yeah, that's a later. Gucken wir uns gerade Vlogs von so einem reichen Ficker hier an, den Arm vorgeschlagen hat. Wie heißt der? Mach mal. Julian Wilson. Ja, und er macht den ganzen Tag nur irgendeine Scheiße, fährt mit Schiffen rum, mit Autos. Hör mal einen Tipp, wie man so viel Geld verdient wie der. Häuser renovieren und verkaufen. Oder wir werden einfach urgut im Snowboard fahren halt. Ja.
Ich glaube, ja. Hype macht eine neue Sportart. Teppich auf Schnee fahren. Ich wusste, dass jetzt was Gutes kommt. Gut, dass ich angelassen habe. Später, ne? Tschüss. Ganz ehrlich. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Acker an. Du brauchst ja noch ein Problem mit den HDMI gibt. Gehen wir noch mal kurz die Broschleigen auf den Weg. Schön HDMI-Kabel. Ja. Wir brauchen noch ein HDMI. Auf den Acker. Was Gutes. Danke. Bis dann. Chemikan. Guten Tag. So. Küsschen. Bis dann, ne? Tschüss. Irgendwie bin ich jetzt gerade noch nebenan hängen geblieben bei meinem Cousin. Da waren noch ein, zwei Leute, noch ein Bierchen getrunken und Mario Kart 8 auf der Wii gezockt. 2 Uhr ist es jetzt. Wollte nicht laufen, hatte ich eigentlich vor. Mit einem schönen 10 Kilometer Lauf machen, aber es hat halt den ganzen Tag geregnet, bla bla. Hätte man trotzdem machen können, stimmt wohl, habe ich aber nicht. Ich fange jetzt an, das Video zu schneiden, damit für morgen grober Schnitt da ist. Und dann geht's ins Bett. Bis morgen.